Das hat Kärnten dann wirklich demokratischer, offener, selbstbewusster und anders gemacht. Das ist, wirklich, das ist aus meiner Sicht für das Land. Gut her schon, bitte. Ja, danke. Die, sagen, endlich. Dass ja keiner tot war, das habe ich schon gewusst, aber da passiert etwas anderes. Da ist viel mehr passiert, als wenn das einfach ein Mensch gestorben ist. Die Trauerbewegung nach dem Tod der Kaisers Ausmaße angenommen, die ja nicht gesteuert waren, sondern von der Bevölkerung. Das möchte ich auch, dass das endlich einmal verstanden und akzeptiert wird, dass diese Trauer nichts Schuldiges, Kärntnerisches ist, dass es keinen Tag gibt, wo nicht Anrufe, Anfragen, E-Mails, Faxe zu uns ins Regierungsbüro kommen, wo die Unfallstelle oder die Grabstätte zu besuchen ist. Das lehne strikt ab, dass immer wieder auch darüber philosophiert wird, warum Menschen betroffen sind. Also ich finde es erstaunlich, dass man, wenn es um Jörg Haider geht, vom Totenpol spricht. Es gibt, weiß nicht, wo noch Kreisgeplätze beispielsweise oder Straßen. 1998 hat es bereits eine Bruno-Kreisky-Ausstellung gegeben. Das heißt, es hat schon Ausstellungen gegeben, auch von Politikern und auch Statuen von Checho Ivana. Wurde ja 2008 in Wien im Donaupark enthüllt vom Bürgermeister von Wien. Ich glaube, es hat viele Ideen gegeben, aufgrund des großen Wunsches der Bevölkerung, dass man das Leben Jörg Haiders präsentiert, dass man es darstellt, dass man die Erinnerung an ihn auch jeder in seinem Herzen auch behalten kann. Und ich glaube, dass diese Ausstellung die beste Idee ist, die jetzt letztendlich auch verwirklicht wurde. Ja, immer wieder auch von der Bevölkerung kontaktiert worden, gefragt worden, könnte man nicht sozusagen das Leben Jörg Haiders dementsprechend auch präsentieren. Wir haben nichts übertrieben, wir haben auch nichts ausgelassen. Wir haben alles genauestens recherchiert, so wie es bei den Museen üblich ist. Das heißt, wenn ich behaupte, Jörg Haider wurde irgendwann einmal kremiert, den Krematorium Villach, dann habe ich auch den Beleg. Ich darf hier der Stadtrat Gunzer und dir, lieber Bürgermeister, danken, dass du aus der Fülle der Ideen, die aus der Bevölkerung gekommen sind, meinen Mann und Ehren das Andenken zu setzen, euch entschieden habt, diese Ausstellung heute zu eröffnen. Vom Bauarbeiter bis zum Generaldirektor, er hat den Menschen das Gefühl gegeben, dass er auch für sie etwas tun kann. Er hat tatsächlich die Mitarbeiter der Müllabfuhr genauso ernst genommen wie einen internationalen Konzernchef. Egal, ob es ein Arbeiter auf der Straße war oder ein Generaldirektor eines Konzerns. Ich glaube, das ist das Faszinierende an Jörg Haider, dass er einfach sein ganzes Leben in jeder Phase seines Lebens außergewöhnlich war. Er hat in unser Bundesland Kärnten so positiv verändert, er hat diesem Land und hat seinen Menschen ein neues Selbstbewusstsein gegeben. Er war ein Meister der Zukunft, er war auch einer, der die Geschichte des Landes nie außer Acht gelassen hat. Das heißt, er war so vielseitig in all seinen Facetten. Jörg Haider hat Geschichtsbücher, die nicht enden werden, sozusagen möglich gemacht. Jetzt muss ich dir leider auch noch was Unangenehmes fragen. Ich nehme an, du hast heute die diversen Zeitungen gesehen, was kannst du dazu sagen, wie man mit dem angeblichen oder privat, aber jedenfalls privaten Bereich eines Menschen umgeht? Schmuddelgeschichten kommentiere ich nicht. Bitte. Der Name sagt, man muss sehr, hat Jörg Haider das Spezifische geprägt. Das BZÖ war sozusagen der neue Kaiser, wenn ich das so sagen darf.